habe ich gesagt, wen ich kennenlerne, mit wem ich zusammen bin, es geht sie doch gar nichts an. Und da sagten die sehr deutlich, was privat ist oder nicht, das überlassen sie bitte schön uns. Und es ist ihre Pflicht als DDR-Bürger mit den staatlichen Organen zusammenzuarbeiten. Vor einigen Wochen hatten wir einen Zeitzeugen aus der ehemaligen DDR zu Gast. Er hat uns sowohl von seiner Kindheit und Jugend als auch von seinem Fluchtversuch und späteren Inhaftierung erzählt. Anschließend durfte ich ihn interviewen. Hallo Herr Röhlig. Hallo. Gerade haben Sie unter anderem über die schockierenden Ereignisse, die sich bei Ihrem gescheiterten Fluchtversuch ereignet haben, erzählt. Warum kommen Sie an Schulen und berichten von diesen Geschehnissen? Also für mich ist es ganz klar, dass ich schon Informationen weitergeben möchte über deutsche Geschichte, natürlich anhand der eigenen Geschichte, anhand der eigenen Erlebnisse, weil die sind am wenigsten angreifbar. Also ich mag es überhaupt nicht, eine pauschale ideologische Keule zu schwingen, wir sind die Guten und das waren die Bösen, sondern im Leben einer Diktatur ist das persönlich Erlebte, glaube ich, immer am wenigsten angreifbar. Und ich möchte solchen Leuten, den Tätern von damals, die ja durchaus heute auch immer noch in bestimmten Seilschaften in guten Positionen sitzen, nicht allein die Deutung der Geschichte überlassen. Wie sind die Reaktionen von den Schülern bei solchen Vorträgen? Ist völlig unterschiedlich. Völlig unterschiedlich nach Schultyp, nach Bundesland, völlig unterschiedlich nach Alter. Ja, also ich habe zum Beispiel auch schon Schüler gehabt der 5. Klasse. Da spielt natürlich Geschichte gar nicht so eine große Rolle, sondern eher solche Dinge wie Verrat, wie Loyalität, wie Einsamkeit. Aber die stellen manchmal Fragen, die würden sich Ältere nie, stellen. Ja, und da bin ich manchmal ganz überrascht. Ja, so persönliche Detailfragen, haben sie heute noch psychische Probleme? Ja, von 12-Jährigen ist das schon enorm, finde ich. Aber es ist eben halt auch schon so, dass ich festgestellt habe, dass es manchmal in den neuen Bundesländern so ist, dass die Schüler total schüchtern sind, kaum Fragen stellen, eher auf den Lehrer gucken, ob sie fragen dürfen oder nicht. Da ist dann immer noch, selbst heute in den jungen Generationen, manchmal so ein obrigkeitshöriges Denken da. Ja, also nicht irgendwie so eine große Eigenständigkeit, Neugierigkeit oder Neugier da, sondern es ist manchmal immer noch dieses Verhalten, was auch die älteren Generationen, die Eltern, die Großeltern von denen hatten in der DDR. Und das ist manchmal auffällig, es ändert sich aber langsam. Okay, also können Sie schon deutliche Unterschiede zwischen Westen und Osten feststellen? Sie machen auch in Hohenschönhausen Führungen, wo Sie auch selbst inhaftiert waren. Wie geht es Ihnen dabei, jeden Tag mit dieser Vergangenheit konfrontiert zu werden? Also zum einen mache ich das Gott sei Dank nicht jeden Tag, weil sonst würde ich nie mit dem Kopf aus dem Gefängnis rauskommen. Ja, also ich mache das grundsätzlich eigentlich, wenn es mir gut geht. Das ist in der Regel 3-mal im Monat, mal mehr, mal gar nicht. Ja, ich kann also auch anrufen und sagen, mir geht es heute nicht gut, ich komme heute nicht, das geht auch nicht. Aber es ist eben schon so, dort heute zu stehen, vor 27 Jahren in meiner Einzelzelle, in der Isolation, hätte ich ja nie gedacht, dass ich da heute nochmal Schülergruppen durchführen würde. Die übrigens auch nicht, die Täter. Und es ist wirklich so ein tolles Gefühl, so eine Genugtuung, also nicht nur anstrengend, das Erlebte zu erzählen, davon zu berichten, sondern wir haben heute als ehemalige Häftlinge die Schlüssel dieser alten Stasi-Gefängnisse, der heutigen Gedenkstätten in der Hand. Und das ist wirklich ein super Gefühl. Durch lange Gänge bin ich dann zum ersten Verhör gebracht worden und ich hatte ja mal im Westfernsehen Tatort gesehen und das erste war natürlich im Verhör, ich wollte auch ein bisschen cool sein, ohne meinen Anwalt sage ich hier gar nichts. Und das fand der Stasi-Offizier gar nicht lustig. Der keifte nur, der war richtig rot vor Wut und der schrie mich an und sagte, Sie haben wohl zu viel Westfernsehen gesehen, zu viel amerikanische Filme, bei uns gibt sowas nicht, wenn Sie hier nicht reden, wir können auch anders, da sitzen Sie ja ein paar Stunden, ein paar Tage im Dunkelarrest und selbst die Ratten haben es hier im Keller besser. Was möchten Sie jungen Generationen weitergeben? Also gerade bei diesen Gesprächen mit Schülern ist mir immer nochmal wichtig zu hinterfragen, wo stehen die heute, wo stehe ich heute? Würde ich für einen gewissen Preis bei Diktaturen mitmachen? Ja? Für Religion, für Ideologie, für materielle Dinge? Und das ist eine schwierige Frage, ja. Die Leute sind erstmal schockiert, ich würde da auf gar keinen Fall mitmachen, ja, gerade junge Leute. Aber ich glaube, wenn man es ein bisschen mehr hinterfragt, dann ist es dann schon so, dass manche schon manchmal den Mut haben und sagen, naja, vielleicht ja doch, ist nur eine Sache der Höhe des Preises.
Und das finde ich dann auch manchmal ganz ehrlich. Ich kann natürlich auch schon damit umgehen, wenn jemand sagt, ich würde das grundsätzlich ablehnen. Aber diese erste Antwort ist, glaube ich, auch die Grundlage für eine gute Diskussion. Weil ich muss mich ja auch selber überprüfen. Es ist ja keine Garantie, weil ich nun mal in Stasihaft gesessen habe, ja, in so einem Gefängnis, dass ich charakterlich ein besserer Mensch bin. Ja, also ich habe genauso Schwächen, Stärken wie jeder normale Mensch auch. Und nur weil ich mal in so einer schwierigen, katastrophalen Situation war, bin ich ja nicht automatisch moralisch ein besserer Mensch. Aber ich bin natürlich sensibilisiert gegen jegliche Tendenzen von Diktatur, egal ob sie rot oder braun sind. Und mir ist es wichtig, junge Leute zu sensibilisieren, dass sowas, wie es in Deutschland im 20. Jahrhundert gab, egal ob dunkelbraun oder dunkelrot, nie wieder passiert. Okay, danke für das Interview und auch danke, dass Sie uns besucht haben. Habe ich sehr gerne gemacht. Danke.